einen meditativen guten Tag. Wir nähern uns dem Ende, wir infiltrieren die Inquisitorenfestung. Und ich befürchte, BD, wir müssen hier irgendwie durch. Und es ist eine Falle. Ja! Genieße die Todesqual. Dafür wirst du bezahlen. Okay, den kannte ich noch nicht. Leide so wie ich. Hilfe! Hilfe, BD! Das wirst du bereuen. Oh je, da werde ich ein paar Anrufe brauchen. Boah, ich bin voll in die... Du kannst nicht gewinnen. Ich freue mich darauf, dir deinen Kopf zu übergeben. Ich brauche Hilfe! Das wirst du bereuen. Ich brauche Hilfe. Nein! Werf einen rüber, BD ein! Ei, ei, ei. Nein! Oh, das war's. Harte Nuss. Boah. Muss man schon echt sagen. Puh. Tja, was Neues? Da wartet. Schwache Technik. Komm zurück. Nicht gewinnen. Nein! Leide so wie ich. Sofort!
nur eine Frage der Zeit. Hilfe, BD! Du kannst mich gewinnen! Bleib stehen! Ach komm! Nein! Hier rüber! Triller, du hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät, aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Das ändert überhaupt nichts. Nein, komm schon! Ich kriege auch keine Hilfe hier, ne? Heil mich! Alter! Die Todesqualen. Nein! Ganz schlecht. Ach komm schon! Nein! Das ändert überhaupt nichts! Nein! Ich hätte es fast geschafft gehabt. Naja, komm, alle guten Dinge sind drei. Puh, das ist einfach schwer. Aber wie mir heute mitgeteilt wurde, bin ich nicht der Einzige, der Probleme hat manchmal. Ja, was soll ich? Souls ähnlich. Das heißt, im richtigen Moment das richtige drücken. Oh, das ist mein Freund. Thank you.
aus der nächsten Nähe ist fies. Hier oben! Dafür wirst du bezahlen. Komm zurück! Ja, komm schon. Du kannst nicht gewinnen. Damit kein Leben. Also. Hierher, Kumpel! Nein! Nein! Ach komm schon, ich bin gesprungen! Tobi macht mich echt fertig. Ah. Dafür wirst du bezahlen. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Nein! Bitte, stimmt! Nicht schnell genug. Wir sind drei, mein Freund. Meine Lady. Meine. Ach, egal. Cal! Ich hab das Holocron. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer! Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Oh. Oh nein, 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 nein. Verdammt.
hab versagt, Inquisitorin. Rächt uns! So. Oh Mann. Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ja. Wahrscheinlich. Was? Ergib dich. Nein. Komm schon. Was kann ich tun? Jämmerlich. Hä? Hä? Was hätte ich tun können? Habe ich irgendwas verpasst? Was habe ich... Wie hätte ich denn aus dem Griff rauskommen können? Stand da was? Ich hab's nicht gelesen in der Hektik. Ich kann das dagegen, kann ich nichts tun. Lass es! Oder was? Hm? Enttäuschender Anfang. Was soll ich denn tun? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Der zieht mich ran und dann? Und ich kann doch gar nichts machen. Hä? Also ich hab die Macht ist voll, wenn er vor mir steht. Du kannst nicht entkommen. Komm schon. Ja, was soll ich denn tun, mein Mann? Hä? BD, mach was. Mein Meister erhält seinen Preis. Ey. Umdrehen und weglaufen? Soll ich... Okay, ich kann es versuchen. Er sagt ja, wir sollen weglaufen. Ah! Okay, er lässt mich nicht weglaufen. Was soll ich tun? Nein! Lauf. Ja! Komm! Nee, zurück! Halt. Ja. Alter! Jetzt hat aber mein Herz gepocht eben. Ich schaff's schon. Sir, ich enttäusch dich nicht. Kleiner, hörst du mich? Sie antworten nicht. Werden sie. Ich bin ganz sicher. Reese, ich bin hier. Auf dem Weg zur Oberfläche. Sei bereit. Ich hab das Holocron. Aber... Sir. Ah! Sir?
Bleib in Bewegung. Tut mir leid. Danke, BD. Du bist meine Rettung. Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Oh, leck mich. Nein. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein, nein! Ja. Stark mit der dunklen Seite. Ich kann sie in dir spüren. Seher! Hey, hört mir zu! Ihr habt noch eine Wahl! Wow! Oh! Junge, lauf! Wenn der jetzt wie ein Fisch nachgeschoben kommt, krieg ich halt die Krätze. Gut, dass wir eine Hexe dabei haben. Hey. Hey. Hey, Kleiner. Kyle. Kyle! Sia, dir geht's gut. Ihr geht's gut. Ja. Du auch. Geschafft, Kleiner. Wirklich? Geschafft! Pass bloß auf, Kerl. Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte, halt, Moment! Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Wow, alle haben überlebt. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Oha. Und wohin jetzt? Vertrauen oder Macht? Trophäe erhalten?
Ja. Hartes Stück, die Story. Das Ende war echt gut. Hat mir gut gefallen. Ja, wenn ich da jetzt noch auf den anderen Planeten die 100% gesammelt hätte, mein Gott, dann habe ich da die ganzen Ponchos, toll. Das wäre jetzt auch nicht so das Wahre gewesen. Ja, was gibt's zu sagen zu dem Spiel? Also das Spiel war genial. Also ich meine, wenn ich die vorherigen EA-Dinger, also Battlefront 1 und 2, mir anschaue von EA, die waren ja auch schön irgendwie, aber es ist halt eben Multiplayer. Und EA hat ja gesagt, war ja einer der Firmen, die gesagt haben, ja, Singleplayer sind tot, es gibt nur noch Multiplayer. So ein Schwachsinn. Die haben sich ja gerade selbst bewiesen. Wenn man auf das Minimum zurückgeht und einfach mal eine Geschichte von A nach B macht, reicht vollkommen aus. Und wunderschöne Story, schönes Spiel, mit sehr wenig Fehlern. Also, mit Fehlern meine ich jetzt, irgendwelche Clipping-Fehler oder irgendwelche Sachen, die einfach das Spiel an sich stören oder sowas. Mit den Schwierigkeitsgraden, okay. Ich denke, da können sich die meisten auch nicht beschweren, die irgendwie schwere Spiele mögen. Ich mag keine schweren Spiele, ich bin da einfach ein Noob für sowas, wie man gesehen hat. Aber es macht mir trotzdem Spaß, das ist ja das Wichtigste. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, soweit ich weiß, ist das jetzt das bestverkaufteste Star Wars Spiel von EA. Ich meine, das sind ja jetzt nur drei gewesen, soweit ich weiß. Wenn man jetzt mal von den Handyspielen absieht. Und soweit ich weiß, gibt es auch wohl einen zweiten Teil oder soll gemacht werden. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Ob da wieder die Story fortgesetzt wird. Ich meine, es haben alle überlebt, womit ich nicht gerechnet hätte. Weil es gibt keinen Jedi-Orden nach dem Ganzen. Zumindest ist keiner bekannt. Und damit haben sie sich natürlich alles offen gelassen, was auch nicht schlecht ist. Comics sollen ja jetzt auch noch zu dem Ganzen rauskommen, mit Vorgeschichte von Sphere und Co. Was mich auch wirklich interessieren würde irgendwie. Am meisten hier Meryn, die Schwester der Nacht. Finde ich sehr interessant. Mit dem Jedi, der da auf dem Planeten war und zur dunklen Seite gewechselt ist. Ja. Ansonsten auch so mit den Fähigkeiten und so, das hat richtig Spaß gemacht, den praktisch zum Jedi Ritter, vom Padawan zum Ritter zu machen. Das hat Sinn gemacht mit den Fähigkeiten, dass der langsam wieder aufbaut und alles. Aber was gibt's Negatives zu sagen? Das ist halt echt schwer, ne? Für jemanden wie mich ist das dann halt schon ein hartes Stück. Ich weiß nicht, ich habe jetzt den einfachsten Schwierigkeitsgrad gar nicht ausprobiert, aber kann man ja bei Gelegenheit auch nochmal machen. Soweit ich weiß, sollen keine DLCs für das Spiel jetzt rauskommen und so. Braucht man auch nicht. Die sollen einfach einen zweiten Teil machen und gut ist. Da zahle ich auch gerne den Vollpreis für, habe ich kein Problem mit. Ja. Ansonsten. Was gibt's noch zu sagen? Ja, jetzt kommt ja eh bald, hier in 11 Tagen kommt Episode 9 raus, darauf freue ich mich sowieso. Ich glaube nicht, dass man da jetzt viel von den Geschehnissen aus dem Spiel in dem 9. Teil sehen wird. Da sind ja, lass mich mal grob lügen, 35 Jahre dazwischen, wenn nicht sogar noch mehr. Also, ich glaube nicht, dass da was drin auftauchen wird. Aber wir werden sehen. Angeblich soll in Episode 9 auch hier Rebels und so vorkommen. Wie auch schon in Rogue One, weil wir das sehen werden. Ja, wieder eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Hat mir echt Spaß gemacht. Und ich finde es auch nicht schlimm. Einige haben sich wohl beschwert, ah ja, nur 20 Stunden Spiel, viel zu wenig für ein Vollpreis-Game und bla bla bla. Nö, finde ich nicht. Für ein Singleplayer-Spiel, was gut gemacht ist, in dem Rahmen finde ich das vollkommen okay. Da zahle ich gerne Vollpreis, da zahle ich gern auch nur die 20 Stunden und habe eine abgeschlossene Story und schön gut ist. Ja. Das will man mehr. Das ist so meine Wertung.
klar hätte man hier und da vielleicht noch irgendwas anders machen können. Was halt nicht schön war, waren halt diese Kisten. Ja. Das war halt ziemlich sinnlos. Sinnloses Wucherei. Es gab überhaupt keine Nebensachen an sich. Ja, nur diese blöden Kisten. Da hätte man ruhig vielleicht ein bisschen was machen können. Also wenigstens, dass er nicht nur Ponchos trägt. Das war schon arg einseitig, auch mit dem Laserschwert. Ich meine, schön, dass man da was machen kann. Aber bis auf die Farbe fällt er nicht wirklich auf im Spiel geschehen. Es sei denn, es nimmt vor allem das Schwert wirklich in die Hand. Aber okay, das, ich finde, das ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau. Ja, schönes Spiel. Und ich freue mich darauf, dann einen neuen Teil zu sehen. Jetzt aber ist erstmal Star Wars mäßig genug anderes Programm am Laufen, was mich praktisch ablenkt oder die Zeit verkürzt. Wie gesagt, der Film jetzt in 11 Tagen. Dann kommt im März kommt hier Disney Plus mit der Mandalorianer-Serie und da soll ja auch noch mehr kommen. Und, ja, Bücher, Comics bin ich ja auch als im Lesen. Also es bleibt spannend. Der neunte Teil muss jetzt die finale Skywalker-Story ein bisschen raushauen, weil die ersten beiden, die waren, ich will jetzt nicht sagen schlecht, mir haben die gut gefallen. Aber ich hoffe, der neunte Teil kann nochmal so überraschen wie der achte Teil, sagen wir es mal so. Weil der achte Teil war schon ein bisschen überraschend und ich fand das aber gut, dass es eben nicht so vorhersehbar war. Und ich hoffe, das wird sich nicht ändern und wird im neunten auch so sein. Schauen wir mal. Ja, ansonsten wäre es vielleicht ganz lustig, im nächsten Teil dann, in Teil 2, dann den Schüler von Cal zu spielen. Dann baut man natürlich wieder die Fähigkeiten auf, man lernt von Cal und kann sich seine eigene Figur vielleicht ein bisschen erstellen. Das wäre ganz cool. Von Anfang an sein eigenes Laser-Shirt machen und seine eigene Figur so ein bisschen. Das wäre mal eine ganz coole Sache. Vielleicht trifft man da nochmal irgendwie auf Yoda oder Obi-Wan oder sowas. Schauen wir mal. Vielleicht verflechten sie das noch mit der Obi-Wan-Serie, die jetzt auch noch dann auf Disney Plus rauskommen soll. Das sind alles sichere Quellen. Also da könnt ihr mir schon glauben, dass das so laufen wird. Ja. Also es bietet halt viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten, die es früher nicht gab, durch diese Disney-Verflechtung mit dem Kanon, die gab es früher nicht. Es gab früher nur die offiziellen Filme und dann das Expanded Universe hieß das. Also das heißt, alles, was dann nebenher noch war, das hat noch irgendwie zusammengespielt. Aber das hat alles nicht so... Es war nicht reibungslos. Und jetzt ist das schon reibungsloser. Und das gefällt mir um einiges besser. Also ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz früher in einem der alten Bücher, wo da hieß es, die Laserschwerter gehen aus im Wasser. Ja, so Sachen. Das gibt's halt jetzt nicht mehr. Das ist jetzt alles ein Universum. Das spielt alles, was wirklich passiert, passiert auch mehr oder weniger. Die Erzählweise ist vielleicht ein bisschen anders. Jetzt mal angenommen, hier diese Lego-Filme und Lego-Serien von Star Wars. Die sind auch passiert, nur halt vielleicht nicht so Lego-mäßig, wie sie da ablaufen, aber das Grundgerüst bleibt erhalten. Und das finde ich einfach eine gute Sache. So kann man für Kinder auch Geschichten erzählen und eben halt auch für Erwachsene. Die Erzählmethoden sind halt ein bisschen andere. Das ist okay. Ja. Ansonsten fällt mir jetzt wirklich nichts mehr ein zu sagen. Ich weiß nicht, wie lange der Abspann jetzt hier noch geht. Kann man den vorspulen. Ja, man kann ihn wegdrücken, das ist schon mal gut. Kommt noch was? Ich habe jetzt keinen Bock, dann ewig zu warten und zu labern. Das ist für euch langweilig, für mich langweilig. So, ja, ansonsten kann man nichts machen. Extras. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen.
Teilt mich, kommentiert mich positiv wie negativ, darüber freue ich mich. Und alles weitere zu neuen Streams erfahrt ihr auf Instagram unter chaoticsdream_play oder auf Facebook bei chaoticsdream, nur echt mit dem Chaos-Profilbild. Und ansonsten, wie gesagt, auf Twitch unter chaoticsdream seht ihr mich live und hier auf YouTube dann die ganzen ausgewählten Stream-Videos. Ja, bis dann, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.